Hi meine Lieben und willkommen zu einem neuen Beauty-Video von mir. Dieses Mal dreht sich wieder alles rund um das Thema Haare. Doch wie ihr seht, sehen meine Haare nicht mehr wirklich frisch aus. Und das wäre ja eigentlich auch kein großes Problem, wenn mir nicht meine Freundinnen gerade geschrieben hätten, ob wir uns nicht noch schnell auf ein Getränk treffen. Das wird in einer halben Stunde circa stattfinden. Und jetzt ist natürlich das Problem, Haare waschen unmöglich. Zum Glück hat mir jedoch der Osterhase ein neues Produkt von Schwarzkopf in das Osternest gelegt und das möchte ich heute mit euch ausprobieren und sehen, ob es trotzdem noch etwas zu retten gibt bei diesen doch leider recht schon fettigen Haaren. Bei dem Produkt, das ich euch heute vorstellen möchte, handelt es sich um die Trockenwäsche von Got2b Schwarzkopf. Also wie ihr seht, ein neues Produkt. Got2b Schwarzkopf Trockenwäsche, das Trockenshampoo. Und wie ihr seht, habe ich hier die Blonde-Version. Genau. Es gibt auch noch andere Versionen von diesem Trockenshampoo. Was ich gesehen habe bisher, gibt es eben auch für brünettes Haar so ein Trockenshampoo, beziehungsweise auch eine Volume-Edition, die extra halt eben für Volumen sorgen soll. Genau, und wir haben hier eben die Blonde-Version und die verspricht nicht nur, dass mein Haar jetzt dann nicht mehr so fettig und nicht voluminös aussieht, sondern dass auch kein Grauschleier hinten bleibt. Das ist ja natürlich manchmal bei diesen Trockenshampoos, ihr habt sie sicher auch schon mal bemerkt, wenn ihr ein Trockenshampoo auf eure Haare gegeben habt, ist dann trotzdem so ein, ja, so ein Grauschleier, so ein bisschen was Mattes auf den Haaren und dann strahlen die nicht mehr so, wie sie eigentlich normalerweise strahlen sollten. Genau, und das soll eben mit dem verhindert werden. Da sind eben Farbpigmente drin. Ich bin dann schon gespannt. Vielleicht hält es auch meinen, eben wenn nicht mehr so frisch gewaschenen, doch eher dunklen Ansatz auch ein bisschen auf. Das wäre natürlich voll super. Werden wir dann sehen, wie das funktioniert. Das Ganze soll dann auch noch nach süßer Vanille riechen, da bin ich auch schon sehr gespannt, wie das dann wirklich duftet. Wäre natürlich toll, wenn ich dann die Mädels auch mit einem tollen Duft beeindrucken könnte. Und ja, dann sehen wir schon weiter. Noch eine kurze Info, laut der Dose soll man eben dieses Trockenshampoo auch für die Ansatzkaschierung verwenden können. Dadurch, dass eben Farbe enthalten ist, soll dann die herausgewachsene Farbe verdeckt werden. Da bin ich schon gespannt. Was wir jetzt noch brauchen für die Anwendung ist nicht nur dieses Trockenshampoo, sondern auch zwei Handtücher bzw. auch einen Kamm. In meinem Fall wieder den Tangle Teaser. Genau. Und dann können wir auch schon losstarten. Also ich verwende heute zwei Handtücher für die Anwendung des Trockenshampoos. Einfach deshalb, weil ich schon das Outfit für später anhabe. Und das doch recht dunkel ist und wenn dann die helle Farbe von dem Trockenshampoo auf das Outfit kommt, sieht das, glaube ich, nicht so toll aus. Deshalb habe ich jetzt einmal ein Handtuch, das ich mir einfach wieder um die Schultern lege. Kennen wir ja schon vom Haarefärben, diesmal aber einfach mit dem Trockenshampoo, genau. So, wenn wir uns dann das Handtuch um die Schultern gelegt haben, brauchen wir dann noch ein zweites helles Handtuch, das habe ich hier. Am besten eben ein helles Handtuch, weil ja eben so eine helle Farbe, eine blonde Farbe in dem Trockenshampoo enthalten ist. Und wenn wir das dann auf dunkle Handtücher bekommen würden, würde man natürlich oder wahrscheinlich Flecken sehen. Und das wollen wir nicht. Und das ist dann bei hellen Handtüchern besser. Gut, also was wir jetzt machen müssen, ist, wir öffnen mal diese Dose und schütteln die kräftig. Also wir versuchen jetzt das Trockenshampoo Strähne für Strähne in die Haare einzusprühen. Dafür müsst ihr die Dose ca. 20 cm weit weghalten von den Haaren. Genau, und dann nehmen wir eben immer so eine Strähne, sprühen das ein und versuchen dann eben auch den Ansatz ein bisschen zu kaschieren. Werden wir dann sehen, wie das funktioniert. Aber ich würde sagen, wir werden als erstes mal mit dem Sprühen starten und danach brauchen wir dann das Handtuch, um eben das Trockenshampoo gut in die Haare einzumassieren. Aber starten wir erstmal mit dem Sprühen.
ein kurzes Fazit. Erstmal, das Trockenshampoo riecht wirklich definitiv nach Vanillepudding, was ich recht gut finde. Was ich schon gemerkt habe, ist, dass es recht unregelmäßig herauskommt, das Trockenshampoo. Deswegen wirklich kräftig schütteln, damit die Farbe auch gleichmäßig herauskommt. Denn wie ihr seht, hier habe ich wirklich einen großen Farbklecks, während hier vorne eigentlich kaum eine Farbe in die Haare hineingegangen ist. Aber dadurch, dass wir das hier dann auch noch einmassieren, hoffe ich, dass es dann doch recht gleichmäßig wird. Ich sprühe mal weiter. Okay, gut, so, ich bin fürs erste Mal fertig. Wie ihr seht, man sieht es also am Sprühkopf, da ist eben so eine gelbliche Farbe in dieser Sprühdose drin. Man sieht es auch schon ein bisschen an meinen Fingern, da ist auch schon etwas Farbe dran, also die muss man dann definitiv noch waschen. Man kann jetzt dieses Trockenshampoo einfach nur mit den Händen durchmassieren und eben einmassieren oder eben mit einem hellen Handtuch. Und ich habe mich doch für das Handtuch entschieden, einfach weil ich denke, dass das vielleicht ein bisschen besser noch funktioniert als einfach nur mit den Händen. Gut, so, also im ersten Moment bin ich recht positiv überrascht. Meine Haare fühlen sich wieder um einiges besser an, um einiges frischer an. Auch hier im Ansatz ist wieder mehr Volumen drinnen, wie ihr seht. Also die kleben nicht mehr so an meinem Kopf. Was ich jetzt noch machen werde, ich werde das jetzt noch kurz durchfrisieren, um zu sehen, ob dieses Volumen eben auch dem Durchfrisieren standhält, wie das danach aussieht. Und dann gebe ich mein abschließendes Fazit ab. So, ich habe jetzt meine Haare fertig durchfrisiert. Wie gesagt, auf den Fingern spürt man eben noch etwas von dem Trockenshampoo, beziehungsweise sieht man noch etwas von der Farbe. Das muss man sich dann eben unbedingt noch runterwaschen von den Fingern. Auf dem Kamm sieht man auch noch etwas von der Farbe. Da ist es gut, eben wenn ihr so einen Tangle-Teaser verwendet, weil der eben sich gut abwaschen lässt. Sonst muss ich sagen, bin ich sehr zufrieden mit dem Ergebnis. So kann ich mich auf jeden Fall blicken lassen jetzt dann. Es ist wieder mehr Volumen drinnen. Es ist auch der Ansatz nicht mehr so schlimm, wenn ihr das seht. Eben, zuerst war ja wirklich da so ein dunkler Strich. Und jetzt ist es wieder ein schöner Übergang, was wirklich mehr als akzeptabel ist. Mir gefällt es sehr gut. Und ich finde, es riecht auch recht nett. Eben ein bisschen nach Vanillepudding. Also, das war es dann auch schon wieder von meiner Seite. Ich würde mich interessieren, ob ihr auch schon mal so ein Trockenshampoo von Got2b ausprobiert habt. Das ist ja wirklich komplett neu. Ich weiß jetzt nicht, wie lange es wirklich schon gibt, aber ich habe es erst jetzt eben vor einer Woche circa bei uns bei Müller gesehen und das ist ja dann doch recht neu. Würde mich auch interessieren, ob ihr die Blonde Trockenwäsche ausprobiert habt oder vielleicht eben die brünette Version oder auch diese Volume Trockenwäsche. Die würde mich wahnsinnig interessieren, ob das dann wirklich so gut funktioniert, dass hier noch mehr Volumen in den Ansatz hineinkommt als eben bei der Blonde Version. Das wäre echt interessant. Und ihr könnt natürlich auch gerne kommentieren, wie euch das Ergebnis gefällt, ob ihr euch mehr erwartet habt von diesem Produkt von Schwarzkopf oder ob ihr findet, dass eben der Ansatz doch recht gut kaschiert worden ist und eben sonst auch die Haare recht schön geworden sind. Würde mich wahnsinnig interessieren. Ich blende euch jetzt dann noch ein Vorher-Nachher-Bild von mir ein, damit ihr eben seht, wie wirklich das Ergebnis geworden ist. Denn ich finde, dass man bei Vorher-Nachher-Bildern einfach immer am besten sieht, wie dann das Ergebnis wirklich geworden ist. Ob jetzt eben wirklich
der Ansatz umso viel heller ist oder nicht, bin ich auch schon sehr gespannt, werden wir dann sehen. Und ja, dann mache ich mich langsam auf den Weg zu meinen Mädels. Ich würde mich freuen, wenn ich euch bald wieder bei einem Video von mir begrüßen dürfte. Und ja, dann sehen wir uns eh schon bald wieder. Tschüss, ciao!